Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu Delicious Emily's Childhood Memories. Wir gehen erstmal in das Geschäft. Wir haben 900. Das ist ja nice. Wir dann kriegen wir ja alles. Ja, nice. Wir haben alles. Schön. Okay. Ja, und dann geht es direkt weiter mit Level 8. Emily, Zeit für dein Make-up. Sorry, Franco. Ich habe hier noch eine Menge zu tun. Emily, ich kann dir doch nicht ohne eine Generalprobe das Make-up für den Ball machen, oder? Ich werde mich hinsetzen, sobald ich kann, okay? Ah, okay. Da sieht man jetzt schon mal... Schminke. Françoise Hang zum... Ja, Schminken, Make-up, Tanzen, Ballett... Okay, also da hat er auf jeden Fall jetzt in dem Alter schon Interesse für. Okay. So, aber ich gehe hier zwischendurch mal die Leute ein bisschen bedienen, falls es dich nicht stört, Franco, François. So, das Eis nicht vergessen. So, dahin, dahin und dann gleich wieder da hoch. Die Maus, wo? Oh, da. Die Maus hat gequietscht, ich habe es gehört. Er ist aber, warte mal, das brauche ich beim Eis. Er ist aber sehr fix beim Schminken. So, das brauche ich noch, das brauche ich noch, das brauche ich noch. Ihr wollt das? Okay, dann gleich wieder da hoch. Je eher François Franco hier sein Make-up fertig gemacht hat, seinen Test, umso besser für mich. Jawohl, dankeschön. Aber viel hat er jetzt nicht an ihr gemacht. Also sie sieht auf jeden Fall nicht scheußlich aus. Kann man jetzt nicht behaupten. Naja, vielleicht ein bisschen Wimperntusche, ein bisschen Rouge. Wenn überhaupt. Ich denke, ich weiß jetzt nicht, wie alt sie hier ist. 14, 15 vielleicht. Und da denke ich, reicht das auch völlig in dem Alter. Na, vielleicht hat er noch einen dezenten Lipgloss aufgetragen. Aber auf jeden Fall nichts Übertriebenes. Und das muss es auch nicht sein in dem Alter. Sie sieht nämlich gut aus, so wie sie ist. Make-up muss man erst auftragen, wenn sonst nichts mehr hilft, ihr Lieben. Ja, ja. Glaubt mir, ich weiß, wovon ich spreche. Dann muss man sich richtig Make-up ins Gesicht kratzen, schmieren. Damit man noch nach irgendwas aussieht. Ja, ja. Glaubt mir mal. Ihr kommt auch irgendwann in das Alter. Falls ihr da nicht schon seid. Das weiß ich ja nicht. So, ein Eis und ein Getränk. Jawohl. Warte, 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 warte. Dankeschön fürs Warten. Hier. Räumst du doch mal bitte auf, Stacy? Mann, Mann, Mann. Hier wird aber nicht gebummelt, Fräulein. So, ihr vier. Ihr wollt bestimmt was Kompliziertes. Nee, es geht eigentlich. Okay, da, da, das. Und zwei Getränke. Alles Klärchen. Dieses Fömm-Geräusch, das hier im Spiel auch gemacht wird, wenn sie die Dosen öffnet, ne? Weiß gar nicht, ob ihr das so genau hören könnt. Ich denke aber mal schon, wenn ihr genau hinhört. Das finde ich irgendwie sehr lustig. So, gib mir den Marshmallow. Kommen die hier vielleicht? Ach, komm her. Geh mal lieber, mein Freund. Ich werde hier kein Risiko eingehen. So, die Kartoffel. Nach da oben. Was heißt Kartoffel auf Russisch? Kartosch. Kartoschki. Kartoschka. Kartoschko. Kartoschki. Ah. Ja, liebe russischsprachigen Zuschauer, bitte prügelt mich nicht. Ich kann ja nicht wirklich Russisch, außer da. Da, das kriege ich vielleicht gerade noch so hin. Eventuell noch ja, genau. Spasiba. Das war's dann auch schon. Ja. Ja, okay. Nastrovje. Das Russisch? Oh Gott, jetzt oute ich mich hier gerade als Volldepp. Ich glaube aber schon.
dann gab es noch Skoll. Aber das war aus irgendeinem, weiß ich nicht, Norwegen, Schweden, Finnland? Ich glaube. Naja. So, okay, das darüber. Ihr wollt tanzen? Ja, wartet. Okay, du wirst kassiert. Die Platte, da aufräumen, hier kassieren, okay. Ich bin voll das Sprachgenie, weil ich aus jeder Sprache drei Wörter kenne. So, warte, Bratwurst, natürlich. So, bitteschön. Und was möchtet ihr vier da oben? Warte mal, die Kartoffel zuerst, dann nehme ich das. Da. Hole ich mal flugs die Kartoffel ab, bevor die mir verbrennt. Und das Eis brauche ich noch. Okay, alles klar. So, noch ein Eis. Und Käsetoast. Na klar, sollst du kriegen. Ich würde ganz gerne auch jetzt wieder ein paar Kombos mehr machen, ganz ehrlich. Aber es bietet sich auch irgendwie nicht so richtig an im Moment hier. Kommen wieder alle so einzeln. Oder ich verpasse es halt einfach, weil ich Schiss habe, hier zu warten. Naja. So, ein Marshmallow, natürlich. Hat jemand von euch schon mal gebratene Marshmallows gegessen? Also hier über gegrillte Marshmallows, über dem Feuer gegrillt? Ich nicht. Ich kann mir aber vorstellen, dass das irgendwie scheiße süß nach verbrannt schmeckt, oder? Vielleicht schmeckt das ja auch richtig gut. Also ich meine, Millionen Menschen können sich nicht täuschen, die das essen. Aber ich habe es noch nicht gegessen und ich weiß nicht, wie ich mir das so insgesamt vorstellen soll. Aber okay, vielleicht habt ihr es ja schon mal gegessen, dann schreibt mir doch mal, wie das so schmeckt. So, da wird aufgeräumt. Oh Mann, ihr wollt das, da. Okay, Marshmallow abholen und darüber bringen. Und du, junger Mann, was soll es sein? Eine Lampe und ein Getränk. Bist du am Zelten irgendwo vielleicht? Wäre das möglich? Man ist ja nicht so, als wären wir hier auf dem Campingplatz, ne? Man muss ja mal fragen. Vielleicht möchte er die Lampe auch einfach auf seinen Nachttisch zu Hause stellen. So, das möchtest du, gebe ich dir. Nice. Kombo aufräumen, perfekt. So, wir könnten mal vielleicht ein bisschen auffüllen. So, und dann machen wir hier ein schickes Eis. Also ich muss sagen, wenn das hier Brombeer ist, so wie es ausschaut, das Eis, dann ist mir das von der Farbe her zu heavy. Das sieht, also nur das Brombeer hier, das sieht voll chemisch immer aus, ne? Wenn die Farben so extrem sind. Da sieht es dann leckerer aus, wenn es hier so gemischt ist. Dann ist es nicht ganz so extrem von der Farbe. Könnt ihr mir folgen, was ich sagen will? Ich bin mir nicht sicher. So, das fertig, da hochbringen, da aufräumen. Also es wäre mir, das hier wäre mir ein bisschen gruselig zu essen, weil es so extrem aussieht. Das hier finde ich super. So, hier kassieren wir gerade mal. Wir brauchen eine Kartoschki. Ich hoffe, es heißt so. Sonst muss ich einfach mal nachgucken. Aber irgendwas mit Kartosch war es. Weiß ich genau. So, das ist für dich. Oh, er kommt. Das ist super. Dankeschön. So, dann wird da aufgeräumt. Hier brauchen wir noch einen Käsetoast für die Lady. Da wird aufgeräumt. Hier wird kassiert. Und hier ein Marshmallow. Und der Tag ist beendet. Kriege ich meine Punkte? Ja, ich kriege meine Punkte. Da bin ich mir sicher. So, Klopapier, Bunsenbrennerteil, bitteschön. Kommt noch wer zur Kasse? Ja. Nice. Jawohl, da haben wir es doch. Oh, wow. Doppelwow. Du siehst fantastisch aus. Und jetzt hat er sie aber doch ganz schön ordentlich geschminkt. Also ich finde, das ist zu viel für sie.
Sieht nicht so hübsch aus, aber okay. Danke, Franco. Hoffentlich habe ich auch ein passendes Kleid dazu. Der Ball ist ja schon so bald. Und jetzt ist die Schminke schon wieder runter. Ach, herrje. Da hat sie es schnell wieder runtergekratzt, ohne dass wir es gesehen haben anscheinend. So, Tag Nummer 9. Den hätte ich gern. Hallo, Stacy. Was ist denn los? Sorry, ich bin wohl doch etwas... ich bin wohl doch etwas geknickt, weil ich nicht zum Ball kann. Weißt du was? Wir reden heute nicht über den Ball, okay? Okay. Würdest du bitte als erstes die Limo abfüllen? Oh, weia. Ich hole sie, okay? Ich bin mir nicht sicher, aber anscheinend ist Stacy doch nur gut zum Putzen im Moment. Also sie ist doch schon so ein bisschen tollpatschig. Wie viele brauche ich denn? 8. Okay, warte, da ist noch eine versteckt. Noch 2. Okay, aber erstmal gerade die Toasts machen. Das ist wichtig. So, da haben wir noch eine. Er möchte auch einen Toast und eine Kartoffel. So, bitteschön, mein Freund. Ich brauche noch eine Dose. Da ist sie. Nice. Haben wir alles gefunden, Stacy? Alles gut. Mach dir keine Sorgen. Nichts passiert. Mir tut nur derjenige leid, nämlich die jetzt da drüben, die die Dose aufmachen. Die kriegen erstmal schön das ganze Getränk wahrscheinlich ins Gesicht, weil die jetzt gut geschüttelt ist. Aber hey, völlig egal. So, ein Eis, eine Lampe für ihn. Warum habe ich das jetzt nicht abgegeben? Habe ich wieder nicht richtig geklickt? Angela, du musst mal hier hoch. Die sind ja rotzesauer da gerade. So, du kannst gehen. Mann, sind die wütend geworden. Angela gleich nochmal. Also dafür ist Angela echt gut zu gebrauchen. Und gleich nochmal, Fräulein. Kann nicht schaden. So, dann machen wir hier ein Eis. Das war wieder knapp, ey. So, ja, okay. Volles Trinkgeld hatten die jetzt nicht, aber okay. Angela hat es gerettet, ihr Lieben. So, herein, herein. Was möchtest du? Was kann ich dir bringen? Ich füll mal gerade auf hier, ne? Füll mal auf. Ach, sie füllt. Ach so, da hat sie nur 3 von. Okay. Na gut, dann hat sie eben da nur 3 von. Dann fülle ich aber jetzt auf. Jetzt hat sie doch 4. Und das füllt sie aber nicht auf. Es verwirrt mich. Es verwirrt mich. So, da hast du dein Eis. Alles klar, bitteschön. So, warte. 2 Kartoffeln. Einmal das, einmal Eis. So, Kartoffeln abholen und da hochbringen. So, und was möchtest du? Entscheid dich mal, mein Freund. Hm? Oh, oh, oh. Eine Bratwurst. Kommt sofort, kommt sofort. So, bitteschön. Kombo. Aufräumen. Klopapier. Da, da, da. Alles klärchen. Bitteschön. Und tschüss. So, was kann ich euch... Oh, weia, warte mal, warte mal. Einmal hier komplett. Emily, du musst mal aufhören, dir in den Haaren rumzukrabbeln, wenn ich hier Bestellung fertig machen will. Sie braucht dann immer so eine Sekunde, bis sie losläuft, nachdem ich da geklickt habe, ne? Weil sie dauernd mit ihren Haaren beschäftigt ist. Ich verstehe das schon, sie will gut aussehen. Der Nachbarsjunge steht ja da auf sie, der Harry. Oder der Schulfreund oder wie auch immer. Aber trotzdem, jetzt wird hier gearbeitet, Fräulein. Und nicht in den Haaren rumgemacht. Ja, ja, ich hab's genau gesehen. Du warst schon wieder mit deinen Haaren beschäftigt. Ja, so. Kassier die Dame mal. Alles klärchen.
Wir brauchen das. Ist da eine Ananas drauf? Ja, ist das. So, das brauche ich. Das. Und das. Okay, hab alles. So, du möchtest auch Eis. Na klar, das bringe ich dir. Boah, ich sitze heute irgendwie dauernd total doof. Ganz ehrlich. Oh, ist das ohne Schinken? Okay, ja, warum nicht? Ich bin heute dauernd hier am Rumzappeln. Also wenn ihr komische Geräusche hört, dann bin ich das, die hier auf ihrem Stuhl rumzappelt. Weil sie irgendwie kacke sitzt. Ja, weiß er auch nicht. Weiß nicht, wo ich mit meinen langen Beinen hin soll. Das ist das Problem. Ich schlag die immer übereinander. Aber bei der Hitze klebt dann so das eine Bein an dem anderen Bein zusammen. Und dann muss ich das relativ oft mal irgendwie wechseln. So, warte mal, das mache ich noch. Und das Eis hole ich auch noch. So, und dann mache ich jetzt hier Dreierkombo, mir egal, ob sie Trinkgeld verloren hat. Ja, und dann rutscht mir nämlich das obere Bein von dem unteren Bein runter. Und dann fange ich wieder an, hier rumzuzappeln. Vielleicht sollte ich es einfach lassen, die Beine hier unterm Tisch übereinander zu schlagen. Aber es ist irgendwie bequemer, ich weiß auch nicht. Ich sitze hier sonst wie, ich sitze hier sonst irgendwie so steif. Komme ich mir vor, als wäre ich bei der Queen auf dem Sofa und weiß ich auch nicht. So, was noch? Das noch, okay. Angela, geh mal darüber. Geht ihr mal alle darüber, bitte, um Gottes Willen, ey. Mann. Noch ein Eis. So, ja, und ein Marshmallow, ich weiß. Okay, das ist für dich. Du kannst gehen. Und du möchtest da und Klopapier, bitteschön. Ich fülle mal gerade auf. So, und dann kassieren wir hier die Combo und da wird aufgeräumt. Wie viele Punkte brauche ich noch? 200 und ein paar zerquetschte. Hallo, hier wird aufgeräumt. Geh dahin, Stacy. Sag mal, du bist nicht nur tollpatschig, du bist auch ein bisschen taub, oder? So, das einpacken da und dann nach da oben. Ich treffe die Tische manchmal auch nicht richtig, obwohl ich direkt auf die Tische draufklicke, aber so richtig nicht. So, warte mal, hier leuchtet der Tisch. Da oben leuchtet der Tisch aber auch, wenn ich... Na, okay. Eis. Die Lady möchte ein Eis. Was möchte er da oben? Ich bringe erstmal das Eis weg. Okay, Marshmallow aufräumen, kassieren. Marshmallow abholen, da hochbringen. Angela, geh du mal hier hin. Sicherheitshalber, obwohl die haben ja hier ihre Herzen noch, ne? Ja, so lange mussten die ja jetzt nicht warten. So, Angela geht nochmal dahin und ich hole Klopapier und die Heringe. So, er kommt auch. Wunderbar. Kombo. Aufräumen. Ich kassieren wir auch. Da ist unser Stern. Was willst du? Ein Eis. Und Heringe. Na klar, sollst du doch bekommen, mein Freund. Emily, diese Bankettleute machen mich noch wahnsinnig. Ich weiß nicht was. Das hat wehgetan. Mami! Oh nein, ich glaube, das Ding ist kaputt. Was für ein Ding? Dein Fuß oder was? Mom bricht sich das Bein. Scheiße, Bein gebrochen. Evelyn hat sich das Bein gebrochen. Das ist ja übel. So ein bisschen hinfallen, meine Güte. Naja, Evelyn ist nicht mehr die Jüngste, ne? Ich weiß. Oh, jetzt hat sie voll den Gips. Wo sind nochmal die Lutscher? Das reicht. Ich sage das Bankett ab. Nein, Mami. Wir geben die Anzahlung zurück, sonst ruinieren wir nur ihr Bankett. Mami, ich werde hier arbeiten. Kommt nicht in Frage. Ich habe ja noch nicht mal einen Partner. Außerdem kann ich nächstes Jahr gehen. So schlimm ist das gar nicht, ehrlich. Es tut mir so leid, Emily. Aber das machen wir wieder gut, versprochen. Och, da humpelt sie davon. Konntet ihr jetzt nicht irgendwie eine Aushilfe holen? Ich meine ja nur, die Trüffus zum Beispiel, ihr habt ihnen doch auch geholfen.
können die ja vielleicht hier auch mal bei dem Bankett einspringen. Ja gut, vielleicht verstehen die nichts von Restaurant-Gedöns, das mag natürlich sein. So, da ist das Mäuseloch. So, und das Eis nehme ich auch mit. Okay. Nice, nice, nice. Ich kassiere ihn mal lieber. Ja. Ja, ja, ja. Das war schon okay. So, das ist dann für dich. Keine extra Aufgabe für mich auch. Aber schade. Ich hätte die extra Aufgabe gerne mitgenommen. Ist immer ein bisschen was Abwechslungsreiches zwischendurch, finde ich, ne? Das und das für dich. Kassieren, kassieren. Ja, ja. Und was wollt ihr für Musik? Welche Platte darf sein? Die. Alles klar. Süß. So, eine Kartoffel. Jawohl, hier mein Freund. Möchtest du auch eine Kartoffel, junge Frau? Ja, sie möchte auch eine Kartoffel, hat sie bei ihrem Gegenüber gesehen. War ganz neidisch drauf und dann hat sie das auch bestellt. Und für dich, Omi? Na? Kuchen möchtest du bestimmt gerne haben, haben wir aber leider hier auf dem Campingplatz nicht. So, warte, er kommt da gerade. Dann... Ach so, nee, Stacy ist ja jetzt gar nicht da. Ach, verdammt. Verdammte Kiste. Komm, 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 Kind. Komm, 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 hau rein. Muss ich hier wieder selber aufräumen? Ist mir noch gar nicht aufgefallen eben irgendwie. So, aber die Maus ist mir aufgefallen. Okay. Oh, und ich sehe gerade, hier ist voll für das Bankett schon gedeckt. Ja, ich kriege alles immer ein bisschen später mit, ihr Lieben. Das ist schön gedeckt hier, so weiß, dunkelrosa. Sieht schön aus. Oh, Emily, hör auf mit deinen Haaren. Hol das Getränk bitte. Habe schon längst geklickt. Reicht doch, wenn ich langsam bin. Dann musst du doch nicht auch noch so langsam sein hier. So, Heringe eingepackt, alles klar. Ich bin mal gerade auf. Okay, jetzt muss ich ein bisschen mit dem Aufräumen aufpassen. Jetzt gehe ich, okay? So, weil es war so selbstverständlich immer, dass Stacy dann losgerannt ist. Aber die ist jetzt nicht hier. So, das da hoch. Und dann wischen wir mal da oben. Und was möchtest du? Was soll es sein? Ich habe unglaublich viel Auswahl hier. Kartoffel und Kirsche. Na klar. Oh, warte, dann warten wir auf die Lady, genau. Sehr schön. Dann habe ich doch noch eine hübsche Kombo. Hätte ich vielleicht auf ihn auch noch warten können, ne? Naja. So, mein einziger Gast. Der will jetzt bestimmt nur ein Eis. Ja, er will ein Eis. Wie ich das jetzt erraten habe, ich habe keine Ahnung. Was ist denn jetzt? Ach, guck mal, er hat ihr Kleid. Emily, schnell. Wir müssen uns um deine Frisur kümmern, dein Make-up. Franco, ich gehe nicht hin. Meine Eltern haben heute Abend viel um die Ohren und meine Mutter braucht mich. Aber was ist mit deinem Kleid? Das soll Stacy bekommen. Stacy, das ist dein letzter Abschlussball. Nimm einfach das Kleid, nimm Franco und amüsier dich. Vielen Dank, Emily. Vielen, vielen Dank. Du bist eine Heilige, weißt du das? Nimm einfach alles, Stacy. Kein Problem. Nimm das Kleid, nimm den Kerl. Nimm dir doch hier noch Sandwich mit, hör mal. Ja, können wir jetzt mal hier weitermachen? Oder passiert jetzt hier noch was? Ich will jetzt nicht auf überspringen. Ah, jetzt geht es los. Alles klärchen. Ich wollte sagen, ich möchte jetzt nicht auf überspringen drücken. Wer weiß, was ich dann vielleicht verpasse. Okay, das Bankett. Ich merke schon. Wir bestellen jetzt permanent, ne? Na gut. Könnt ihr machen. Aber ich muss nebenbei nochmal aufräumen. So, ohne Schinken und nochmal Käse. Käse und Getränk.
Oh, oh, oh. Okay, warte, warte, warte. Hier wird eine Bratwurst verlangt. Dann brauche ich da und das Eis. Bratwurst. Moment jetzt mal. Liebe Leute. Okay, okay, okay. Ich merke, das zieht hier gerade richtig an, weil die permanent bestellen. Was ist mit meinem Eis passiert? Oder wollen die schon wieder neues Eis? Ich habe keine Ahnung. So, das bringen wir jetzt mal darüber. Kartoffel drauf. Ich habe ja auch noch andere Gäste, Freunde. So, warte, da. So, Moment. Ja, ich bringe das etappenweise hin. Ich weiß. So, dann brauche ich noch ein Eis. Was brauche ich noch? Das Eis wieder vermasselt, oder? Moment, dahin. Hier kassieren. Oh, war's das schon? Evelyn, alles war perfekt. Wir kommen nächstes Jahr wieder. Sagen Sie es ruhig Ihren Freunden weiter? Nee, bitte nicht. Jedenfalls nicht sofort. Vielleicht in einem anderen Emily-Teil. Okay, dann habe ich die Dose jetzt übrig. Na gut. So, jetzt werden wir erstmal hier putzen. Dann schmeißen wir die Kartoffel drauf. Dann machen wir das. Ja, sie hat jetzt eh schon Trinkgeld verloren. Emily ist am Putzen, ist egal. Aber jetzt werd nicht so hektisch, Mädchen, ey, echt. Du kriegst doch hier gleich deine Rechnung. Mann, aber auch. Die hier manchmal so geil darauf sind, zu bezahlen. Warum hast denn du so schlechte Laune? Hast du dahinter gestanden, oder wie? Blöde Kuh. Blödes Mädchen. Voll schlechte Laune an meiner Kasse. Kann ja nicht wahr sein hier. So, okay. Was möchtest du? Was kann ich dir bringen? Du möchtest auch nur ein Eis. Ich glaube, ich hole mir auch gleich ein Eis aus dem Kühlschrank. Aus dem Froster. Oder irgendwas anderes Schönes, Kaltes. Da wäre mir jetzt nach. So, ich räume da mal auf gerade. Oh, Emily, du, deine scheiß Haare hier. Dann gehst du da kassieren und dann machen wir hier das Eis. So, dann packen wir das noch ein und hoffen, dass er jetzt mal hier runterkommt. Komm, iss mal auf, mein Freund da oben. So, dankeschön. So, hier wird sauber gemacht. Und das Mädchen möchte auch ein Eis. So, bitteschön. Na Junge, da oben, was ist? Oh, und dann nur ein Eis. Stundenlang hier, ne? Um sich zu entscheiden und dann nur ein Eis nehmen. Naja. So kann ja auch kein Geld in die Kasse fließen hier, oder? So, dich kassiere ich auf jeden Fall. Und eine einzelne trockene Kartoffel. Na gut. Ihr habt schon manchmal einen seltsamen Geschmack hier. So, da wird jetzt mal geputzt. Dann brauche ich zweimal Käsetoast. Kommt sie da auch noch vielleicht? Ja, sie kommt auch noch. Nice. So, aufräumen, aufräumen. So, und du möchtest Hawaii. Alles klar. Das hole ich dir doch. Ich brauche noch nicht ganz 100 Punkte, ihr Lieben. So, ach, da kommt noch wer. Da kommt mal wieder jemand zum Abschlussgong. Kommt er rein? Natürlich. Ja, dann kriege ich meine Punkte doch wohl hoffentlich, ne? So, warte. Ein Eis und ein Marshmallow. Blub, da fliegt er aufs Feuer. So, bitteschön. Na also, haben wir es doch. Vielen Dank, Emily. Vielen, vielen Dank. Emily, das wirst du nicht glauben. Stacy wurde zur Ballkönigin gewählt. Sie hat allen erzählt, was du getan hast. Die ganze Schule wird herkommen, um einen Ball extra für dich zu schmeißen. Sogar... Ah, they say ja. Und sie wird puterrot, kann das sein? Hallo, Emily, ich, ach, zum Teufel damit. Emily,
Würdest du mit mir zu dieser Nachfeier gehen? Mal sehen. Natürlich gehe ich mit dir, du Dummkopf. Oh, hoffentlich gefällt es dir. Es ist toll. Na? Oh. Okay, ich schätze mal, sie ist so um die 15, 16. Mein erster Kuss. Ja, Edward und Evelyn. Das habe ich ja gerade erst gesehen. Starren da um die Ecke und glotzen. Es ist ja nicht zu fassen, ihr Lieben. Eieieiei. Schön. Ja, weiter mit Klick. Okay, hier passiert wieder nichts, ihr Lieben. Okay. Dann beende ich die Folge. Nein, ich beende doch nicht die Folge. Nein! Wir wollen uns nicht spoilern lassen. Geht weg. Warum macht ihr das? Das wollen wir erst beim nächsten Mal sehen. Oder? Nein, jetzt kommt er auch noch. Kommt schon. Leute, tut mir das nicht an. Ihr könnt doch hier nicht einfach weitermachen. Ach Mann, aber auch. Voll gespoilert. Nein. Geht da weg. Ich will das beim nächsten Mal lesen. Jetzt hört doch mal auf zu quaken hier, verdammte Axt. François hat voll den Bart. Den Schnurrbart. So, Pause, ihr Lieben. Das soll es nämlich für heute gewesen sein. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch. Und bis dahin, eure Trin.